Lu mich doch an, ich bin hungskaputt. Guten Tag, wir sitzen hier in der Frieder Villa Lindenoma, ja, und sprechen mit der Frau Johanna Manz. Guten Tag, Frau Manz. Guten Morgen oder guten Mittag. Frau Manz, wir von AGA TV wollten von Ihnen mal wissen, heute ist die Ehrung von 80, muss das jetzt zusammenkriegen, wenn ich nicht ablese, von 80 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, ganz die genau heute hier die Ehrung geehrt werden. Die hier in der Villa für die Seniorenarbeit tätig sind, ehrenamtlich. Ja. Und die werden einmal im Jahr geehrt von der Stadt Lohma und das ist heute. Und von diesen 80 sind heute so ungefähr 65 anwesend. Einige sind krank oder abwesend durch berufliche Ereignisse und so. Und Sie sind in welcher Funktion tätig hier für diese Seniorenabteilung oder was ist das? Ja, hier in der Villa Friedlinde leite ich diese Einrichtung und betreue die Ehrenamtler, die hier tätig sind und rege neue Angebote an und sorge für den organisatorischen Ablauf, für die Öffentlichkeitsarbeit, im Grunde alles, was notwendig ist, um die Seniorenarbeit öffentlich zu machen und was zu verbessern. Oder zum größten Teil, was machen diese Helfer und Helferinnen ehrenamtlich? Wie muss man sich das vorstellen? Also im Moment sind hier so um die 26 Projekte, die so wöchentlich stattfinden. Und das sind verschiedene Angebote. Heute ist zum Beispiel Acrylmalerei im Keller, wo dann eine Ehrenamtlerin mit einer Gruppe Frauen, Männer malt. Es gibt hier Sprachangebote, es gibt Schreibangebote. Computerkurse werden angeboten. Wie schreibt, ist ja auch zum größten Teil viele Leute oder die ältere Generation, muss sich erstmal daran gewöhnen, wie geht es mit dem Computer, damit der Enkel, wenn er E-Mail schreibt, der Oma oder Opa sagt, wie geht das, damit man das machen kann. Das sind alles so Sachen, die Sie hier anbieten. Alles Sie sehen, ich bin ja schon informiert, was die Seniorenarbeit in Lohma anbelangt. Und das machen, das Besondere ist eben, dass es alles Ehrenamtler machen. Ja, ja. Sonst könnte das hier gar nicht existieren, wenn nicht so viel Leute freiwillig mitarbeiten, manche ganz viel, manche nur einmal im Monat. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch den einen oder anderen noch suchen oder der sich bereit erklärt, da etwas zu machen. Ich mache noch was. Zum Beispiel so einen Tag wie heute. Jetzt werden alle Ehrenamtler geehrt und ich habe jetzt keine, der mir hilft, die Leute zu ehren, Kaffee auszuschenken. Weil die ganzen, diese Ehren sind doch sehr wahrscheinlich die, die sonst arbeiten. Ne? Ja, genau, die sonst hier arbeiten. Jetzt hätte ich normalerweise keine, wenn nicht wieder neue ansprechbar sind und wo man weiß, die kann man so dann und wann mal ansprechen und daraus wachsen dann auch oft auch wieder langwierige Ehren. Ne? Wenn ich mal Ihrem Dialekt glauben darf, sind Sie nicht gebürtige Lohmarerin? Ne? Nein, nein, nein. Etwas weiter westlich. Ne? Ja, ja. Etwas, oder nordwestlich, gehe ich mal von außen. Ja, ne? Über die Grenze. Ja, ich bin Niederländerin. Ne? Ja. Wir haben hier auch in der Villa ein niederländisches Angebot zum Beispiel. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ne? Niederländisch Kurs oder was? Ja, ja. Konversation. Und das machen auch zwei Niederländerinnen, die auch heute eigentlich geehrt werden sollen. Die können wollen auch nicht beim Kuchen austeilen helfen, weil sie nicht da. Nee, nee. Ach, die kommen gar nicht. Die haben jetzt gesagt, wir tun das nicht, um geehrt zu werden. Wir tun das, weil wir das gerne machen. Und die sind im Wohnbahn unterwegs. Ja. Ja, ungefähr. Frau Manz, da bedanke ich mich für das Gespräch. Gerne. Und ich denke mal, dass unsere Zuhörer jetzt ein bisschen mehr wissen oder Zuschauer, ja, was Sie hier alles so in der Villa Friedlinde machen. Und können alle gerne vorbeikommen. Das ist hier ein offenes Haus. Es läuft alles offen. Jeder, der möchte, kann kommen. Ab Senioren. Ich bin 62, bin ich schon Senior. Da sind Sie schon längst dabei. Ach, da bin ich schon längst Senior. Ab 50 plus. Ab 50 plus. Das, ne? Geht also so. Ab 50 Jahren kann man also. Ja. Aber wir haben auch 90-Jährige. Also ja, ja, also ist, Bandbreite ist schon sehr bis dahin. Groß, ne? Ja. Wer also Lust und Laune hat, kommt einfach hier mal nach Lohma zur Villa Friedlinde. Genau. An der Bachstraße gerne, ist willkommen. Die Parallelstraße zur Hauptstraße für die Leute, die es nicht wissen. Und die Frau Manz wird Sie da herzlich begrüßen. Ja. Ich bedanke mich. Vielen Dank.